Le Mans, hier wird Motorsportgeschichte geschrieben. Und vielleicht ja auch seine. Adam Latschko vor diesem Wochenende mit 53 Punkten vorn. Macht er hier alles klar? Wird er der neue Europameister? Doch schnell ist klar, der Samstag gehört nicht dem Tschechen. Nur Position 7 im Qualifying eine Enttäuschung. Vorn auf der Pole Steffi Halm. Ebenfalls in Startreihe 1 Norbert Kiss. Der noch amtierende Champion Jochen Hahn auf 4. Der Start. Los geht's. Steffi Halm kommt gut weg, im Gegensatz zu Norbert Kiss, der gleich von Hahn überholt wird. Halm, Hahn, Kiss. Alle kämpfen noch um Platz 2 in der Gesamtwertung. Und was macht der Klassenbeste, Adam Latschko? Auf jeden Fall in diesem Rennen keine Plätze gut. Am Ende wird er nur 7. In Richtung Podium sind diese drei unterwegs. Halm, Hahn, Kiss. Und daran ändert sich auch bis zum Ziel nichts. So siegt Steffi Halm wie auch schon im Vorjahr in Le Mans. Die Traditionsrennstrecke ist wirklich ein gutes Pflaster für die sympathische Deutsche. Der Tag in Le Mans geht, aber Rennen 2 kommt. Und im Reverse Grid steht Adam Latschko jetzt auf P2. Gute Chancen für ihn also aufs Podium zu kommen. Aber wieder wird nichts draus. Der Start nämlich ganz bitter. Sofort wird er überholt. Dann folgt noch ein Zweikampf mit Sascha Lenz. Aus der Spur und aus der Traum Rang 8. Und an der Spitze belauert sich dieses Trio. Körber, Albacete und Kiss. Es läuft die letzte Runde. Antonio Albacete attackiert Körber. Beide berühren sich. Nutznießer ist Norbert Kiss. Der Ungar übernimmt die Führung und gibt sie bis ins Ziel nicht mehr ab. Die letzte Runde. Körber hat den Sieg vor Augen und Kiss nimmt ihn. Bei der Siegerehrung liegen also dann Lust und Frust dicht beieinander. Gerhard Körber ist sauer über den verpassten Sieg. Norbert Kiss genießt dagegen den Moment. Der Samstagabend in Le Mans. Beim Titelfavoriten Adam Latschko wird noch lange gearbeitet. Am Sonntag will er sich endlich besser in Form präsentieren. Und die Überstunden haben sich bezahlt gemacht. Latschko fährt im Qualifying die zweitbeste Zeit, muss sich nur Sascha Lenz, der seine erste Pole überhaupt einfährt, geschlagen geben. Zusätzlich stellt er noch einen neuen Streckenrekord auf. Klasse, Sascha. Der Start, er hat es in sich. Lenz gegen Latschko, das ist Racing pur. Reifen an Reifen geht es gleich in die erste Kurve. Nervenkitzel. Doch am Ende hat der Mann aus Tschechien dann die Nase vorn. Hier sehen wir es aus der Onboard von Sascha Lenz. Doch der Deutsche bleibt dran an Latschko, der an diesem Tag 33 Jahre alt wird. Doch er ist nicht zu bezwingen. Weiter hinten, da geht es dann richtig zur Sache. Da heißt das Duell Spanien gegen Großbritannien oder Albacete gegen Brereton. Spannender Kampf auch um Platz 3. Denn Jochen Hahn wehrt sich eisern gegen Norbert Kiss. Ein pikantes Duell, denn beide wollen ja noch Platz 2 in der Gesamtwertung. Davon bekommt Adam Latschko aber nichts mit. Er fährt sein Rennen und siegt. Und das an seinem Geburtstag. Da kann man doch in jeder Hinsicht nur eins sagen. Herzlichen Glückwunsch, Adam. Die Sieger von Rennen 3 strahlen und die Fans fiebern schon dem vierten entgegen mit Reverse Grid. Auf Pol André Kursim, daneben der Routinier Gerhard Körber. Zwei Deutsche in der ersten Startreihe, die Favoriten dahinter wie Halm, Hahn, Latschko und Kiss. Der Start bei optimalen Bedingungen. Körber behauptet sich, geht sogar nach vorn. Kursim nicht, er verliert gleich am Start. Wichtige Plätze. Und dann folgt auch noch ein Ausritt in den Kies. Und vorn an der Spitze versucht Steffi Halm, Körber zu stoppen. Allerdings erfolglos. Mal wieder richtig spannend das Duell um Platz 3. Jochen Hahn kann sich aber gegen Adam Latschko behaupten. Der Sprung aufs Podium klappt. Aber der große Sieger heißt Gerhard Körber. Sein erster Erfolg seit Le Mans 2006. Steffi Halm als Zweite freut sich mit. Das letzte Podium an diesem Wochenende. Damit fest in deutscher Hand.
Und wir blicken aufs Gesamtklassement vor dem letzten Rennen. Adam Latschko jetzt mit 45 Punkten vor Titelverteidiger Jochen Hahn. Norbert Kiss auf 3 hat keine Chance mehr, den Tschechen einzuholen. Die Entscheidung fällt am 1. Oktoberwochenende, also in Spanien. Freuen wir uns drauf.